Das ist ein schöner Anfang. Ja, willkommen hier in unserem trauten Heim. Nochmal neu. Ja. Und wackel nicht, wenn du lachst, dann wackelt die Kamera. Fuck it, we're doing it live. So, wir schreiben den 28. Februar. Muss erstmal begrüßen. Ja. Ja, hallo erstmal. Wir kommen zum einzigen. Ja, hallo. Wir kommen jetzt zum Gewinnspiel für den Film Faust, den wir produziert haben. Wir schreiben den 28. Januar 2012 und wollen euch die Möglichkeit geben, Preise zu gewinnen. Es gibt drei Preise. Einer der Preise ist... Was hat denn Sinn rein? Scheiße. Warte. Oh, es gibt coole Outtakes. Könnt ihr auch noch verlinken. So. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Fauststudio Ittstein. Wir schreiben den 28. Januar 2012 und haben uns überlegt, dass wir ein wunderschönes Gewinnspiel für euch, ihr da draußen, kreieren. Wir können ja Schnitzer reinmachen. Schnitzer weiter. Ja, ja. Es gibt jedoch kleine Voraussetzungen, die ihr machen müsst. Zum einen müsst ihr... Wiederhol es nochmal. Ich würde eher sagen, die, das Einzige, was ihr dafür tun müsst. Aber es gibt natürlich eine kleine Bedingung, die ihr erfüllen müsst. Ihr müsst einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, diese Facebook-Seite liken, teilen, dann noch... Das kam sowieso scheiße. Das nein, das kam. Teilen? Ich meine Anfang. Es gibt Bedingungen, die ihr erfüllen müsst. Es gibt Bedingungen, die ihr erfüllen müsst. Und zwar müsst ihr auf unserer Facebook-Seite die... Fick dich doch! Und ich lauf wieder. Unser... Denke jetzt. So, es gibt, wenn ihr einer der glücklichen Gewinner seid, könnt ihr euch, kann der Erstplatzierte sich einen von den drei Preisen aussuchen. Entweder die Karten, die Rolle oder das Filmplakat. Den zweiten, den wir auslosen, darf sich dann zwischen den anderen beiden Sachen was aussuchen. Und der dritte, der hat dann das losgezogen. Das ist jetzt richtig scheiße hier. Der dritte kann ich dann aussuchen. Der dritte hat. Der dritte kriegt das Plakat, oder? Nein. Der dritte kriegt das, was übrig bleibt. Das klingt aber so negativ. sowas von negativ. Der dritte hat die Möglichkeit, den letzten, ist auch scheiße. Den dritten, den wir auslosen, steht dann das restliche. Der dritte, den wir ausgelost haben, hat dann den Rest der Preise für sich. Wie kriegt man das denn positiv hin, dass der letzte den Rest kriegt? Der Drittplatzierte darf. Der Drittplatzierte. Darf den übrig gebliebenen Preis mit nach Hause nehmen. Der übrig. Darf wirklich auch Text machen? Ja. Aber das ist ein Video. Der Drittplatzierte darf den übrigen. Der Drittplatzierte darf den übrigen Preis mit nach Hause nehmen. Der Drittplatzierte darf den übrigen Preis. Der Drittplatzierte darf den übrigen. Eine kurze Pause. Nochmal bitte. Nochmal. Jetzt weiß ich, warum der Regisseur das nicht machen wollte. So. Der zweite darf sich aus dem zweiten, aus den restlichen zwei was aussuchen. Und der dritte hat dann die Chance. Arbeitest du? Ja. So, nochmal bitte. Sorry, das werden wir noch hinkriegen. So. Darf sich von den anderen zwei was aussuchen und der dritte hat dann das Beste. Er darf sich. Ist das scheiße, der dritte? Ja, aber ich sag, der dritte hat die Möglichkeit, den übrig gebliebenen Preis mit nach Hause zu nehmen. Das geht doch, oder? Ja.